Birgit Schrowange, geboren am 7. April 1958, ist eines der bekannten Gesichter des deutschen Fernsehens und seit mehr als 4 Jahrzehnten im Unterhaltungsbereich tätig. Mit einer langen und erfolgreichen Karriere hat sie sich eine solide Position in den Herzen der Öffentlichkeit aufgebaut. Doch hinter dem Glamour der Bühne steckt Birgit Schrowanges Leben voller Schmerz und Geheimnisse, die sie seit vielen Jahren zu verbergen versucht. Birgit begann ihre Karriere 1978 beim Westdeutschen Rundfunk, WDR, als Redaktionsassistentin. Danach studierte sie Schauspiel und arbeitete als Moderatorin beim WDR. Dank ihres strahlenden Lächelns und ihres Selbstvertrauens erregte sie schnell die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. 1983 wechselte Birgit zum ZDF, wo sie bis 1994 als Moderatorin tätig war. Sie ist im Radio als die Person mit dem schönsten Lächeln bekannt und ein beliebtes Gesicht in Unterhaltungs- und Nachrichtensendungen im Fernsehen. Birgit ist nicht nur mit dem ZDF verbunden, sondern hat auch in verschiedenen Filmen und Shows mitgewirkt, von Nebenrollen in Krimiserien bis hin zu Lifestyle-Magazinshows. Ihre Karriere explodierte regelrecht, als sie 1994 zu RTL wechselte und bis 2019 Moderatorin von Extra, das RTL-Magazin, war. Trotz ihres beruflichen Erfolgs stand Birgit immer unter Druck und persönliche Geheimnisse sind nicht leicht zu teilen. Das Privatleben von Birgit Schrowange verläuft wie bei vielen anderen Prominenten nicht ohne Turbulenzen. Im Alter von 66 Jahren enthüllte sie ein schreckliches Geheimnis über ihre Ehe und überraschte damit die Öffentlichkeit. Birgit hatte einmal eine langjährige Beziehung mit einem Mann, der in der Öffentlichkeit für die Liebe ihres Lebens gehalten wurde. Die Wahrheit dahinter birgt jedoch traurige Geheimnisse. Birgit erzählte, dass sie viele Jahre lang den Verrat ihres Mannes ertragen musste. Seine Finanzskandale und Lügen haben sie zutiefst verletzt. Birgit, die einst im Fernsehen ein Symbol für Selbstvertrauen und Tapferkeit war, erlebte schlaflose Nächte und Zeiten, in denen sie in der Öffentlichkeit ruhig bleiben musste, obwohl ihr Herz voller Aufruhr war. Die Geheimnisse, die ihr Mann viele Jahre lang verborgen gehalten hatte, kamen endlich ans Licht und Birgit fühlte sich zutiefst verletzt und betrogen von der Person, der sie einst vertraut hatte. Sie gab zu, dass die Beziehung zu ihrem Mann schon lange in einer Sackgasse steckte, sie versuchte jedoch aus Verantwortung und sozialen Erwartungen, ihre Ehe aufrechtzuerhalten. Als jedoch die Finanzskandale ihres Mannes ans Licht kamen, konnte Birgit nicht länger schweigen. Sie musste sich der schmerzhaften Wahrheit stellen, dass das Eheleben, auf das sie gehofft hatte, zu einer Reihe von Lügen und Enttäuschungen geworden war. Neben den Schmerzen des Ehelebens ist Birgit Schrowange auch in viele Gerüchte über andere Beziehungen verwickelt, darunter eine Beziehung mit Markus Lanz, einem berühmten Kollegen in der deutschen Fernsehbranche. Gerüchte über eine Beziehung zwischen Birgit und Markus kursieren schon seit Jahren, doch Birgit hielt sich stets bedeckt und bestätigte diese Information bis vor kurzem nie. Birgit hat endlich ihre besondere Beziehung zu Markus Lanz bestätigt. Sie betonte jedoch, dass diese Beziehung nicht die Hauptursache für das Scheitern ihrer früheren Ehe sei. Birgit gab zu, dass Markus ihr ein vertrauenswürdiger Freund war und in schwierigen Zeiten immer an ihrer Seite war, sie wollte jedoch nicht, dass ihre persönliche Beziehung in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit rückte. Im Alter von 66 Jahren hat Birgit Schrowange viele große Ereignisse in ihrem Leben erlebt. Auch wenn sie in ihrer Ehe und Karriere mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, bewahrte sie dennoch ihre Widerstandskraft und ihren Glauben an die Zukunft. Sie beschloss, sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen und mehr Zeit mit sich und ihrer Familie zu verbringen. Birgit sagte,
dass sie nach vielen Jahren des Lebens unter Druck und öffentlicher Aufmerksamkeit das Bedürfnis verspürte, ein Gleichgewicht in ihrem Leben zu finden. Birgit teilte auch mit, dass sie die Traurigkeit und Geheimnisse der Vergangenheit nicht länger ihr gegenwärtiges Leben dominieren lasse. Auch wenn sie in der Ehe und im Beruf viele Enttäuschungen erlebt hat, glaubt sie immer noch, dass jeder glücklich werden kann, wenn er weiß, wie man mit Schwierigkeiten umgeht und sie überwindet. Sie hofft, dass ihre Geschichte eine Inspiration für andere sein und ihnen helfen kann, zu erkennen, dass wir am Ende des Weges immer noch Licht finden können, egal wie turbulent das Leben ist. Birgit Schrowanges Leben ist eine Geschichte voller Höhen und Tiefen, von einer erfolgreichen Fernsehkarriere bis zu den Schmerzen und Geheimnissen der Ehe. Trotz vieler Schwierigkeiten bewahrt sich Birgit weiterhin Optimismus und Widerstandskraft. Sie teilte die schmerzhaften Geheimnisse, die sie einst verborgen hielt, aber das schmälerte nicht die Liebe und den Respekt, die die Öffentlichkeit ihr entgegenbrachte. Birgit Schrowange bleibt eine Ikone des deutschen Fernsehens und ihre Geschichte ist eine Erinnerung an Stärke und die Fähigkeit, cost per lead, and then how many leads you need to get an appointment, and how many appointments to a contract, how many contracts to a close. You'll know exactly what formula to put in place to sell $1 million of real estate in your market in 90 days. And I literally just gave you everything that you needed to do it. Okay. The lead generation strategies, the video strategies, how to set up the custom audiences, all that stuff. It's incredibly simple. Now all you have to do is go implement it, because if you can sell, if you figure out how many homes you need to sell $1 million of real estate, you can then extend that. Say, okay, it's been 90 days. I've sold 2 or 3 homes. Maybe I've sold $1 million of real estate, but now I know how to repeat this success. And I think that's what a lot of people really don't do. If you can build a system that will help you sell $1 million of real estate, you can build a system that will help you sell $100 million of real estate. And this is where people don't go all in. Okay. When you find something that works and works well, go all in and build a machine that will help you sell as many homes per month as you could possibly want. So you could change your life. You could change your family's life. You can create freedom. You can really provide the way that I know you've always probably dreamed of. And a system like this, a client generation system, can help you do those things. Okay. So today, you learned how to generate leads, showed you the ad strategies to do it, gave the targeting. If there's anything else that you'd like me to cover, just comment below if there's a place for you to do that. And I'll make sure that you have access to it. Build a brand, how to build a brand with video remarketing so that you can target your content to people you know are interested in buying, selling property, and then how to convert, running those people through automations and emails and texts and making sure that you have a really simple sales process. And then, of course, creating predictability by understanding what your numbers are so that you can go out there and turn your business into a client-generating machine. It's time to go do these things. This is a really fast video. I kind of hovered through these things, but I have found that people sometimes make things far too complicated. And again, I don't have anything to sell here. I just wanted to come on and contribute, add value, give you some simple answers you need to go out there and grow your business. If you thought this was valuable, please, I would love to hear from you. Connect with me at Like Grantwise on Facebook, on Instagram, I believe on LinkedIn and YouTube as well. You can subscribe to our YouTube channel to get more consistent, relevant content. We have a couple podcasts. You can get on our email list. So if you want like valuable tips consistently, whatever it is, I didn't come here to do this for the followers or for the sales or anything like that. I just wanted to jump on here and add some value to your business in a really simple way. And this 30 minutes, I've had people go through this training.